Willkommen zurück zu Binding of Isaac und ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir sind schmackhafte 10.000 Grad hier in der Wohnung und deswegen habe ich mich ein bisschen luftiger heute angezogen und ja, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was haben wir denn beim letzten Mal überhaupt gemacht? Isaacs hätte, ach, wir haben wieder nichts geschafft, glaube ich, ne? Da war wieder so eine ich schaff mal wieder gar nichts Runde. Ich würde sagen, wir spielen heute einfach mal noch eine Runde mit Kane. Ich muss sagen, ich habe wieder richtig schöne GIFs und Bilder gesehen von dem neuen Binding of Isaac und habe dann wieder direkt Bock auf das Spiel bekommen. Muss ich sagen, ich bin einfach heiß wie momentan bei mir die Mittagssonne hier. Auf das neue Game, denn es ist einfach der Wahnsinn, was da für neue Möglichkeiten sind. Ich weiß nicht, ob einige von euch ja das Brimstone-Item kennen, mit dem man so einen Laser verschießen kann. Und das ist ziemlich cool. Und ja, mit dem neuen Spiel hat man die Möglichkeit, Brimstone mit Mom's Knife zu kombinieren. Das musst ihr euch mal reinziehen. Das ist dann wirklich so, dass du dann einfach mehrere Messer so nach vorne schießt. Das sieht richtig geil aus. Schaut es euch einfach mal an auf bindingofisaac.com. Da hat der Entwickler ein GIF dazu preisgegeben. Das sieht richtig geil aus. Also ich finde es einfach nur der Hammer. Und deswegen, ich bin mal sehr gespannt. Oh, wir sehen aber jetzt merkwürdig aus. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, wie das Spiel dann letztendlich wird. Also es werden anscheinend endlos Möglichkeiten geben, auch die Items gescheiter zu kombinieren. Das ist ja momentan noch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so möglich. Ah. Bitte dich. Am besten immer dahin gehen, wo er lang charged. Oh Mann. Hab ich echt diese scheiß Fliege getroffen. Das fängt ja wieder so gut an. Ich glaube, in der ersten Ebene kann gar kein Teufelsraum kommen. Von daher ist das, denke ich mal, gar nicht mal so schlimm. Ich werde mal noch was machen hier und ein bisschen das hier runter drosseln. Ich sehe gerade, ich bin ein wenig... Ich löse mich schon fast auf. Meine Schultern, die werden zu stark angestrahlt. Ich löse mich in den Greenscreen schon halb auf. Ja. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich versuche die Zeit hier möglichst gut zu überbrücken mit Binding of Isaac. Bis dann endlich mal der neue Teil erscheint. Ich bin... einfach nur mega heiß auf den Teil. Oh, das Einhorn ist gar nicht mal so schlecht, denn es macht ganz guten Schaden. Ja, ist ganz cool. Generell die erste Ebene war jetzt noch nicht so worth. Wir haben jetzt nicht so die coolen Items bekommen. Cube of Meat. Ja, sind wir mal ehrlich, ist nicht so der Oberknaller. Und von daher... Geh weg. So, wir haben schon mal einen Schlüssel. Das ist schon mal sehr nice. Gucken wir hier. Schatzraum. Where are you? Where are you? Schatzraum. Where are you? Fupp. Das ist auf jeden Fall schon mal die blaue Herzmechanik. Oh, die Karte ist gar nicht mal so schlecht. Die könnte ich mir eigentlich mal für 7 Münzen doch mal mitnehmen. Wollen wir mal hoffen, dass wir noch 7 Münzen, also noch 4 Münzen bekommen. Ja, das mag ich auch immer sehr gerne, wenn da einfach dieser Scheiß so abgeht. So, wir gehen mal zum Boss. Es ist der Duke. Den können wir eigentlich, glaube ich, sofort mit unserem Unicorn-Item zerstören. Blub, blub. Und ein... schöner Teufelsraum. Wir wollen mal gucken. Es ist nur Müll. Nur Müll. Wieso ist denn da nur Müll? Das ist Müll. Müll. Doppelt Müll. Das kann ich beides nicht mitnehmen. Das tut mir leid. Das ist einfach nicht possible. 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 Die Kreatur der Automobile. So, wir wollen mal gucken. Eine Münze haben wir schon mal. 7 brauchen wir. Aua! What? Die haben
ich dann durchgeglitscht. Ey, wir haben ja ein richtig verschmiertes München. Oh, hätte ich das mal vorher gewusst, dann wäre ich in den scheiß Teufelsraum reingegangen. Ich werde mal gucken, ob ich den vielleicht aufsprengen kann. Denn wir haben jetzt den Würfel und der ist sehr schön. Der ist eigentlich perfekt für den Teufelsraum. Ich ehrlich sagen soll. Oh, das könnte unser Untergang sein. Na! Ne! Sagen, die Fratze wird auch immer gruseliger irgendwie. Also immer neutraler irgendwie. So komisch. Oh, ein blaues. Ein blaues etwas. Ey, die stupsen sich hier gegenseitig weg. Also, wow. Heil mich. Vampiric. Jawohl. Oh. Welches Item würfeln wir jetzt neu? Das ist die große Frage. Ich weiß nicht, ob man Schubdawub überhaupt neu würfeln kann, wenn man den so bekommt. Wir werden mal gucken, vielleicht können wir ja den schönen. Ich habe gedacht, man kann den vielleicht aufspringen. Wir werden uns auf jeden Fall mal das hier angucken. Münzen. Oh! Fliegen! Fliegen überfliegen! Nice, das war doch mal ganz cool. So, jetzt gehen wir mal im Shop. Wir könnten uns theoretisch den Shop neu würfeln, aber ich weiß nicht, ob man da auch die Reduzierung behält. Das ist immer so eine Sache. Deswegen werden wir jetzt einfach mal hier das Ganze mitnehmen. Und wir werden... Oh, da ist das Secret Raum. Wir werden auf jeden Fall auch oben das Unicorn-Item neu würfeln. Denn das ist nicht so nice. Ich glaube, es ist doch ein Use-Item, ne? Genau. Ich wusste doch, es war irgendwie sowas. Wir können uns selber Leben abziehen und machen den Gegnern dann Schaden in dem Raum. Ist ein ziemliches Crap-Item, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hoffe, in dem neuen Binding of Isaac, wo wir jetzt mal gerade bei Schaden sind, wird es Items geben, die den Schaden... mehr Items, die den Schaden erhöhen, weil es ist ja zum Beispiel so, die letzte Challenge, die Purest Challenge, ist ja auch wirklich so schwer, weil man ja gar keine Schatzräume bekommt und in den Schatzräumen droppen ja eigentlich nur Items, die uns den Schaden erhöhen. Also beim Bossen gibt es sowas eigentlich gar nicht. Nice, eine Balls of Steel Pille. Und deswegen hoffe ich, dass es bei Binding of Isaac irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, geben wird, beim Bossen vielleicht auch mal das ein oder andere gute Item zu bekommen. Oh, das ist schon mal schön, dass wir hier direkt einen Schatzraum haben. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht ein zu gutes Item drin. Dann können wir das nämlich ein paar Mal wegwürfeln. Ich meine, ist natürlich umso besser, wenn wir sofort ein super Item finden, aber... Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie denn bei euch momentan das Wetter so aussah. Oh, das ist aber ein ganz schönes Crap-Item. Bei mir waren es jetzt momentan, glaube ich, 29 Grad. Schon ziemlich übel. Also es war wirklich schon so, dass man da... Am liebsten macht man einfach das Rollo, falls man eins hat, runter und lässt einfach keinen einzigen Sonnenstrahl in seine Wohnung. Denn ansonsten brennt es einem einfach die Haut ab. Es ist einfach so schwül, dass man einfach nur sagt, surrender, please. Surrender it. So. Dieser Kackhaufen immer. Überall Kacke. Überall Kacke, ey. Gib mir... Oh, Larry, hör doch mal auf, überall hier zu kacken, ey. Was ist denn los mit dir? Ich bin mal gespannt, vor allen Dingen auch, ob der Entwickler an diesen Standardbossen festhält. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn die Bosse bleiben würden. Denn ich finde die Bosse ganz cool gemacht. So, das können wir einmal mitnehmen. Zack, eine Bombe, sehr schön. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Tja. Es sieht wie folgt aus. Wir werden jetzt immer wieder die Räume clearen. Und warten einfach so lange, bis wir einen
ein tolles Item da bekommen. Ehrlich gesagt könnten wir jetzt auch... Oh. Ich weiß gar nicht. Oh, da kommt auch ein... Wir werden jetzt den Boss... Obwohl, den einen Boss können wir eigentlich schon mal machen, oder? Lassen wir das einfach mal. Wir bräuchten auch noch einen Schlüssel, fällt mir gerade ein. Nice. So, wir haben wieder die Aufladung. Das heißt, wir gehen, sobald wir die Aufladung vom Würfel haben, immer wieder hier ganz normal standardmäßig zurück. Das ist ja mal, das ist auch totaler Müll. Totaler Müll. So, dieser Typ hier, der ist echt ziemlich easy eigentlich. So. Oh, die sind nicht so sneaky. Die sind nicht so sneaky. Sneaky Popiki. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr nice. So, den einen Raum noch. Ah, ich hab's mir schon fast gedacht. Boah, wir haben aber noch ein Riesenlabyrinth da vor uns, ey. Meine Güte. Zwei Bossräume kommen auch noch. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir am optimalsten einfach unsere Items ausnutzen. Unser eines Item hier. Und dann mal schauen. So, wir gehen jetzt mal zurück. Wir können jetzt eigentlich schon mal den Secret-Raum aufspringen hier. Dann können wir uns schon mal anschauen, ob da irgendwas Tolles drin ist. Drei Münzen, besser als nichts. Vielleicht kriegen wir so noch eine vierte. Nee. Und ja, jetzt ist die große Frage. Wir könnten eigentlich gleich mal zum Boss gehen. Wir können versuchen, da nicht getroffen zu werden. Und boah, da ging auch nur Schrott hier. Meine Güte, ey. Ein Item beschissener als das andere. Das ist natürlich nicht so toll. Und können dann versuchen, einfach mal den Teufelsraum neu zu rollen. Denn das ist auch immer so eine ganz sneaky Sache, finde ich. Gerade wenn man das neue Leben-Item da findet, kann es schon mal durchaus passieren, dass man einfach sofort Guppy fertig hat. Ich hoffe, wir kriegen noch ein blaues Herz und dann gehen wir auf jeden Fall zum Boss. Kurzgeräusche machen ist sehr erwachsen, Perik. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Das ist immer ein Hin und Her hier. Je weiter wir in der Dungeon reinlaufen, desto schlimmer wieder natürlich. Wir haben auch noch einen Secret-Raum, einen Schatzraum meine ich natürlich, den wir aufdecken müssen. Das heißt, ich hoffe, da wird von Anfang an irgendwas Nützliches drin sein. Dann sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt noch einen zweiten Schatzraum finden, der auch noch Scheiße hat. Oh, das ist aber auch hier der Horror. Der Horror! So, wir machen jetzt einen Raum und dann werden wir Folgendes machen. Wir werden nämlich zum Bossraum gehen und da einfach versuchen sofort den zu töten. Ohne Herzen zu verlieren am besten, sodass wir auch einen Teufelsraum bekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob es bei diesen XL-Caves überhaupt einen Teufelsraum gibt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin ein Binding of Isaac Noob. Ich habe übrigens was Lustiges gefunden, nämlich die Spider-Mod. Habe ich ganz vergessen, dass es die gibt. Mit dem kann man auch gegen andere Binding of Isaac spielen. Und ich habe mir überlegt, das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Machen wir mal. Ja. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, vielleicht mal gegen einen von euch zu spielen. Das heißt, man gibt da denselben Seed ein und dann bekommt man dieselben Ebenen ungefähr und ja, natürlich ein bisschen andere Items, aber ansonsten halt jede Ebene halt gleich. Und dann macht man so ein Ziel aus, wie zum Beispiel man sagt, wir machen jetzt keine Ahnung. Oh nee, ich hasse diesen Boss.
hoffe jetzt einfach mal, dass der zweite Boss ein bisschen einfacher wird. Oh, das ist, glaube ich, Brimstone.